Oh Mann, Leute, diese Möbel sind so schwer. Naja, egal, ich muss sie unbedingt alle nach oben tragen. 3, 2, 1 und boom. Let's go, Freunde. Wow, schaut euch das mal an. Mein Zimmer ist einfach komplett fertig eingerichtet. Es sieht einfach wunderschön aus. Genauso, wie ich es haben möchte. Ohne Mann, komm mal runter, gib mir mal die Fernbedienung. Ich muss den Sender umschalten. Einen Moment mal, Freunde. Das war doch mein Papa, ich komme sofort. Oh Mann, Freunde, ich habe hier gemeinsam mit meinem Papa das ganze Haus eingerichtet. Schnell die Treppe oder da bist du ja mein Sohn, Mann. Hör mal zu, Papa, Kollege. Warum sitzt du bitte am Fernseher, während ich alles hier oben eingerichtet habe? Naja, egal, du meinst es, wenn ich alles einrichte, dann darf ich mir endlich meinen coolen Gaming-Zimmer aufbauen, meinen coolen Gaming-Raum. Was für Gaming, Junge? Bist du etwa, willst du etwa den ganzen Tag in der Matrix verstecken oder was? Papa, in der Matrix? Oh Mann, du hast mir doch versprochen. Du meintest, wenn ich das ganze Haus einrichte, dass ich dann endlich mir mein eigenes Gaming-Zimmer aufbauen kann. Hör zu, in der virtuellen Welt zu stecken den ganzen Tag ist nicht besonders gut. Du musst arbeiten, du musst Sachen für die Schule machen. Hör mal zu, Sohnemann. Warte mal, Null Gaming. Och Mann, meinst du etwa damit, dass ich mir kein eigenes Gaming-Zimmer aufbauen kann? Ich meine, meine ganzen Freunde warten doch schon draußen auf mich. Was redest du? Du darfst nichts aufbauen. Welche Freunde? Such dir Freunde im echten Mann. Leben. Na gut, ich komme gleich. Das sind meine Freunde im echten Leben, Papa. Naja, egal. Hey, Uzi, Leia, Billy, Sam, Lucky. Oh Mann, hey, hört mal zu. Mein Papa erlaubt mir leider kein Gamingzimmer. Oh Mann, Orksi, aber du hast uns doch versprochen. Wir haben alle ein Gamingzimmer. Ja, Uzi, ich weiß doch, aber mein Papa erlaubt es mir wirklich nicht. Pupsi. Ach Mann, Billy, du musst jetzt echt nicht sauer sein. Ja, ich gehe ganz schnell eben rein. Hey, Papa, kann ich bitte ein eigenes Gamingzimmer haben? Bitte. Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt und ich glaube wirklich, das Beste für dich ist, mein Sohn, Mann, wenn ich dir wirklich kein Gaming-Setup gebe. Warte mal, kein Gaming-Setup? Oh Mann, Dad, du bist so fies, ich geh nach oben. Oh Mann, Freunde, mein Papa ist so fies, er will mir einfach kein Gaming-Setup aufbauen. Zumindest habe ich einen Plan B. Und zwar hier vorne in meiner Kiste, Leute, habe ich einige geheime Hebel dabei. Und wenn mein Papa mir keinen Gaming-Raum baut, Leute, dann muss ich mir halt meinen eigenen bauen. Warte mal, Leute, er ist einfach auf der Couch eingeschlafen. Schaut mal, er schnarcht gerade. Oh Mann, Freunde, wie fies ist das bitte? Mein Papa will mir einfach kein Gaming-Setup machen. Aber Leute, ich habe natürlich einen Plan B. Und zwar, Leute, habe ich hier einfach einen geheimen Gaming-Raum. Schaut euch das mal an, Leute. Der Raum muss zwar noch eingerichtet werden, aber jetzt mach ich den erstmal zu. Ich zeige euch gleich, wie der aussieht von innen. Mein Papa darf davon aber nichts erfahren. Wartet mal, Leute. Steht da etwa jemand vor der Tür? Einen Moment mal. Okri, was machst du denn bitte hier? Sei ganz leise, mein Papa schläft gerade. Rowski, ihr habt mitbekommen, dass du ein Gaming-Setup bauen willst. Ich wollte dir helfen. Warte mal, Okri, du willst mir helfen? Oh Mann, hey, Okri, ja, Mann. Mein Papa erlaubt mir einfach kein Gaming-Setup. Deswegen müssen wir da jetzt heimlich eins hinbauen, okay? Was, er erlaubt dir kein Gaming-Setup? Was machen wir jetzt, Orksi? Da kannst du ja gar nicht mit mir Fortnite spielen. Ja, komm mal mit, ich habe eine gute Idee. Schau dir mal das hier vor an. Ich habe einfach einen geheimen Gaming-Raum hier unten. Na los, komm schon rein. Schau dir das mal an, Okri. Du musst hier in mein geheimer Raum. Oh ja, Leute, der Raum ist noch nicht ganz fertig gebaut. Wir müssen jetzt einen riesigen geheimen Gaming-Raum einfach reinbauen. Ich liebe Diamanten. Warte mal, Uki, schlägst du gerade etwa deine Diamanten ab? Ja, ganz genau, Orksi. Muss so sein, Mann, ja. Warte mal, Uki, wir haben ein kleines Problem. Wir sind zwar jetzt hier unten und möchten uns einen geheimen Gaming-Raum bauen, um uns vor unserem Vater hier zu verstecken, aber wir haben doch gar keine Sachen, um das zu bauen. Schau mal, mein Inventar ist einfach leer. Leute, mein Inventar ist auch komplett leer. Das heißt, alle, ihr müsst liken, damit wir in den Kreativmodus kommen und das Gaming-Setup bauen können. Ganz genau, Freunde. Liked und abonniert diesen Kanal hier innerhalb der nächsten 3 Sekunden, damit ich und Uki in den Kreativmodus kommen und dann können wir unseren riesigen Gaming Raum zu Ende bauen. Schnell auf 3, Leute. 1, 2, 3. Liken, abonnieren und wow. Let's go. Wow und boom, Freunde. Wir sind einfach in dem Kreativmodus. Das heißt, wir können jetzt einfach jeden einzelnen Block verwenden. Und Ukri, das Coole ist, ich kann einfach jetzt fliegen. Warte mal, fliegen. Oh ja, stimmt. Wir können ja auch fliegen. Schau dir das mal an, Ukri. Ich fliege einfach in der Luft rum. Ey, Orksi, wir müssen jetzt gemeinsam ein Gaming-Setup bauen. Solange dein Vater noch schläft. Genau, Leute, stimmt. Der schnarcht da oben noch. Hört ihr ihn? Nicht zu laut sein. Kein Gaming-Setup. Er möchte unbedingt, dass wir kein Gaming-Setup haben. Aber ich und Ukri werden jetzt eins bauen. Na gut, laut. Hey, Ukri, als allererstes für unseren coolen Gaming-Raum brauchen wir natürlich auch einige Couches oder sowas, oder nicht? Was sagst du dazu? Ganz genau. Wir brauen auf jeden Fall Sofas. Guck mal, ich habe hier Sofa. Schau dir das an. Lass uns das hier vorne auf jeden Fall so hin machen. Schau dir das mal an. Wie cool sieht das jetzt schon aus, Ukri? Ey, aber so ein richtig dickes Sofa, ne?
Oh yeah, oh yeah. Und warte mal, was braucht man auf jeden Fall für ein Sofa? Okay, ist doch klar, wie Klosbrühe natürlich auch ein extrem coolen... ja, okay, Kissen auch. Aber ich meine natürlich ein Fernseher. Schau dir das mal an. 3, 2, 1 und boom. Weißt du was? Mein Papa erlaubt mir nie, Fernseher zu schauen, weil der ist voll dagegen gegen solche Sachen. Aber der schaut doch immer selber Fernsehen den ganzen Tag. Ich sehe ja, das selber, ich auch nicht. Der will bestimmt nicht, dass ich so werde wie er. Naja, egal, Leute. Wir machen hier erstmal weiter. Also, schaut euch das mal an. Wir haben schon mal in unseren Gaming-Setup oder in unseren Gaming-Raum schon mal selber was reingebaut hier. Was ist eigentlich hier mit Teppich, Bro? Wir müssen auch richtig gemütlich machen, ne? Oh, ja, das stimmt auf jeden Fall. Hey, Ukri, mach auf jeden Fall ein bisschen Teppich rein. Das ist eine gute Idee. Let's go, Freunde. Wir machen hier einmal ein bisschen Teppich rein. Denn jeder möchte es in seinem Gaming-Zimmer natürlich auch ein bisschen gemütlich haben. Let's go. Ey, Oxy, am besten du lässt hier das Licht frei und machst dann außen immer so Teppich. Oh, wow, das ist eine richtig gute Idee, damit wir auch ein bisschen Licht drin haben. Das ist der gut. Na gut, Ukri, wir müssen uns jetzt unbedingt um unseren Gaming-Setup kümmern. Denn wir brauchen einen richtig krassen Computer. Warte mal. Freunde, schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier direkt einen Gaming-Tisch, einen PC, 64 Stück und sogar unseren Gaming-Stuhl im Inventar. Und wir werden das jetzt hier vorne auf jeden Fall aufbauen. Ich würde sagen, Ukri, wie groß ist dann unser Gaming-Tisch? Ich würde sagen, 1, 2, 3 Blöcke in die Richtung, oder nicht? Alter, riesig. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wir werden hier einfach einen riesigen Gaming-Tisch bauen. Oh, das war ein Ukri. Warte mal, das muss hier einmal weg. Und boom. Oh, schau mal, wie cool das jetzt schon aussieht. Aber ich würde sagen, wir brauchen das Ganze noch ein bisschen größer, oder nicht? Junge, warum ist der so groß, so Oxy? Oh yeah, oh yeah. Ich muss ehrlich sagen, Ukri, wir wollen natürlich den allercoolsten Gaming-Raum haben. Und deswegen müssen wir das Ganze machen. Und Leute, wir haben sogar einen speziellen PC dabei. Schau dir den mal an, Ukri. Was? Der ist ja riesig. Was sind das denn für Teile eingebaut, oh yeah, Junge, wenn der so riesig ist? Schaut euch den mal an, Leute. 1, 2, 3. Boom, ey. Boah, schau dir mal an. Alter, der leuchtet ja richtig. Warte mal, Ukri, was redest du bitte? Der leuchtet doch noch gar nicht. Hier müssen noch die ganzen Komponenten rein. Unter anderem eine Grafikkarte und natürlich auch die CPU und natürlich auch der RAM-Speicher und so weiter, Leute. Naja, egal. Aber wenn wir fertig sind mit unserem ganzen Gaming-Setup, dann wird der PC extrem cool leuchten. Okay, Ukri, ich würde sagen, als nächstes brauchen wir auch noch einen richtig coolen Gaming-Stuhl. Ich würde sagen, dafür mir macht das hier überlegen. Schau dir das mal an. Oh, der ist ja auch richtig breit, der Gaming-Stuhl hier. Oh, wie ja, viel sollen da reinpassen? 3 Leute oder was? Okay, was redest du bitte? 3 Leute? Das ist einfach für mich, damit ich auch liegen kann, verstehst du? Ein Gaming-Stuhl auch zum Liegen, Oxy. Das heißt, kannst du so nach hinten und so tun, ne? Alter, oh ja, cool, ganz genau. Mann. Der ist mega, mega cool. Aber warte mal, Ukri, ich habe gar keine Monitore dabei. Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Oxy, schau mal, was direkt hier aus dem Inventar oder schau, was ich gefunden habe. Oh. Warte mal, zeig schon her. Oh, Junge. Wow, einen Moment mal. Ukri, die sind irgendwie ein bisschen klein, oder nicht? Warte, warte, ich kläre das, Oxy. Ukri, ich würde sagen, wir brauchen viel, viel größere Monitore. Schau dir das mal an. 3, 2, 1. Boom, ey. Boah, Freunde, schaut euch das mal an. Wir machen uns direkt ganz viele Monitore rein, damit wir einfach ein riesiges Setup haben. Okay, schau dir das mal an, Bro. Yo, entspann dich mal aus. Ich muss die hier unten hinpacken. So, warte mal, das ist so. 1, 2, 3. Boah, das sieht mega cool. Alter, Ukri, warte mal. Wir machen den noch einen höher. Warte. Boom. 1, 2, 3. Let's go. Alter, Freunde, habt ihr schon mal so viele Monitore auf einen Haufen gesehen? Junge. Dein PC stürzt ab. Aber nein, keine Sorge, das ist der gewesen. Okay, schau dir mal bitte den PC an. Der ist so riesig. Ich würde sagen, damit er nicht abstürzt, Leute, brauchen wir noch einen zweiten PC auf die andere Seite. Schaut das mal, wir haben noch 2 PCs dort hängen. Ey, du musst aber auf jeden Fall wieder die Komponente reintun, ne? Aber Orks, vergesst nicht gleich den ganzen Sachen hier im PC, zweiten PC auch rein. Oh ja, natürlich werde ich das machen. Let's go, Freunde. Muss ja alles funktionieren. Du bist naja das geilste YouTube-Video aller Zeiten, muss hier laufen. Genau, ganz genau. Okay, YouTube. Apropos YouTube-Video, wir brauchen unbedingt auch noch eine Tastatur. Okay, wir brauchen unbedingt eine Tastatur. Let's go. Tastatur und Maus. So, Freunde, wir suchen uns einmal die Tastatur hier raus. Die müsste hier irgendwo sein, in dieser richtig coolen Mod. Warte mal, Ukri, was hast du da bitte in der Hand? Browski, guck mal, wenn wir den Flugsimulator spielen wollen, du kennst doch dieses Spiel, dann wollen wir hier einfach hier ein bisschen am Hebel drehen und pium, nach oben, nach unten und so. Für den Flugsimulator, Ukri, das ist eine mega gute Idee. Leute, wir brauchen gar keine Tastatur. Wir brauchen einmal das hier und das als Maus. Okay, das ist mega, mega cool. Aber hey, Ukri, wenn ich ehrlich bin, schau mal, der PC sieht zwar ganz cool aus, der Tisch sieht cool aus und auch die Monitore, aber irgendwie sehen die Wände total langweilig aus. Ich meine, hier sind zwar ein paar Diamanten, ist ja schön und gut, aber wo sind die ganzen Smaragde? Ja, Diamanten sind okay, aber wir brauchen Smaragde, Leute. Let's go. Hey, ja, aber du magst ja unbedingt Smaragde. Das muss ja unbedingt in deinem Zimmer drin sein. Hier, guck mal hier. Ukri, ich würde sagen, wir machen das Ganze so. Wir machen hier so ein richtig cooles Muster rein, okay? Einfach so. Wie cool ist das bitte? Let's go, let's go, let's go. Ist das die nächste Muster? So, boom. Ich nenne das Orksui-Schildkröte.
werden musste, weil ich Schildkröten über alles liebe, das weißt du doch. Ey, warte mal, du liebst ja Schildkröten, aber warum hast du sogar kein Aquarium? Brauchst du noch ein Aquarium? Oh, krieg das eine richtig gute Idee, Leute, wir bauen gleich auch noch ein riesiges Aquarium. Deswegen schaut, so wie Montana Black 88. Oh yeah, Baby, ganz genau. Okay, von dir. Auch so ein riesiges Aquarium. Das Aquarium brennt. Ey, der war echt gut, okay, let's go. Du musst einmal hier in diese Richtung, boom, 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 let's go. Kann dein Aquarium brennen oder nicht? Wenn du möchtest, kannst du dich schon um das Aquarium kümmern. Und warum sollte mein Aquarium bitte brennen? Das macht doch gar keinen Sinn. Oxy, ich mach das Muster zu Ende und du machst jetzt das Aquarium schnell. Warte mal, Uri, das ist eine richtig gute Idee. Na gut, Leute, weil ich bin ja auch der Schildkrötenmeister. Wir kümmern uns jetzt um das Aquarium. Okay, Leute, ich würde sagen, das Aquarium muss auf jeden Fall hier ein bisschen tiefer gehen. So, boom, 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 boom. Wir bauen das Ganze hier einmal ein bisschen runter. Machst du ein Untergrundaquarium oder was? Oh ja, Uri, du hast recht. Warte, Freunde, dafür nehmen wir uns einmal hier die Wunderachse in die Hand. Let's go. Und jetzt gehen wir einmal hier nach ganz, ganz unten, markieren uns den Block hier vorne und markieren uns den Block hier. Und jetzt schau das mal an, Uri. Wir geben einfach den Befehl slash, slash, chat, R ein und dann schau dir das mal ein. Let's go! Ja, riesen viel Platz für die Schildkröten. Oh wow, ja, hier haben wir extrem viel Platz. Aber Uri, bevor das Wasser reinkommt, brauchen wir erstmal, Uri, natürlich, wir brauchen erstmal die Korallen natürlich. Die Korallen gehen doch ein ohne Wasser. Bist du verrückt, Oxy? Wir müssen hier vorne Sand platzieren. Ein bisschen sieht viel cooler aus. Okay, das ist eine gute Idee. Ganz genau, weil Schildkröten lieben ja auch Sand, Leute. Das war echt ein guter Einfall von der Uri. Aber wir brauchen unbedingt ein paar Korallen. Yeah. Uri, wir brauchen unbedingt ein paar Korallen, wirklich. Ein paar Korallen, aber die müssen wir erst im Wasser platzieren, weil sonst gehen die ein. Na gut, Oxy, du hast recht, Leute. Ich würde sagen, mal ein paar Korallen. Wir machen mal hier einmal das Ganze so. Boom, boom. Die sterben einfach hier, wenn die kein Wasser haben. Schau mal. Oh Mann, du hast recht, Uri. Na gut, ich würde sagen, Leute, wir platzieren einmal das hier vorne und geben den Film slash slash set. Und danach schau dir das an. Water. Mit Water. Air Water. Und jetzt wird das einfach hier alles runterfallen. Schau mal, okay, wie cool ist das bitte? Let's go. Wow, jetzt haben wir ganz viel Wasser. Ey, oh ja, yeah, ganz genau. Und jetzt können wir die Schildkröten diese bisschen, oder warte mal, bevor hier und die hier vorne mit slash slash replace. Oxy, Coral, Oxy, schau mal. Der Lieferant ist da. Ich habe uns Essen bestellt. Warte mal, der Lieferant ist da. Okri, wir haben doch jetzt gar keine Zeit zum Essen. Wir müssen unseren Game-Raumfände bauen. Ich habe richtig leckere Burger bestellt. Ach man, okay, Freund. Uri holt jetzt die Snacks und wir machen so lange die ganzen Korallen weiter. Let's go, Freunde. Check das mal ab. Wir haben hier einfach viele, viele bunte Farben. Oh yeah. Wie cool wird bitte unser Aquarium, Leute? Ich sage euch ganz ehrlich, ich liebe Schildkröten. Und vor allem Aquarien sind sowas von cool. Ich finde Aquarien immer so beruhigend, Leute. Aber am meisten freue ich mich schon darauf, wenn ihr gleich die ganzen Schildkröten reinkommt. Okay, Leute, wir wollen uns einmal zünden und gleich werden wir noch etwas richtig Cooles machen. Und zwar, Freunde, für das perfekte Gaming-Setup brauchen wir natürlich auch eine Chill-Ecke, wo wir einfach mit den Trampolins rumspringen können. Ich zeige euch einfach mal gleich, was ich meine, Leute. Aber ein Trampolin braucht wirklich jeder. So, Freunde, wir bauen das hier einmal ganz schön zu Ende. Und bam, sieht das nicht mega, mega cool aus. Und jetzt kommen hier natürlich auch die Schildkröten rein, Leute. 3, 2, 1, boom. Eine Schildkröte und noch eine zweite Schildkröte. Let's go. Oh, schaut euch das mal an, wie süß die einfach aussehen. Und Freunde, damit die Schildkröten nicht so einsam da drin sind, machen wir noch ein paar von diesen Fischen hier rein. Und zwar von den tropischen Fischen. Ich hätte fast einfach die Pufferfische genommen. Aber Leute, ich würde euch niemals empfehlen, die zu nehmen, weil die sind echt giftig und können im Endeffekt echt ein bisschen wehtun. Naja, egal, ich würde sagen, warte mal, jetzt habe ich noch ein Schildkröte rein platziert. Naja, egal, noch eine Schildkröte kann nicht schaden, aber wir machen auf jeden Fall noch ein paar coole Fische rein. Let's go! Wow! Und Leute, wir sehen direkt, die Schildkröten möchten auch ein bisschen nach oben kommen. Deswegen machen wir das hier oben auch noch ein bisschen schöner, Leute, denn Schildkröten liegen sehr gerne am Strand und deswegen machen wir hier einfach so einen kleinen Strand hin für die. Let's go! Ja, boom, boom, perfekt. Und was brauchen Schildkröten noch? Ich weiß es, Leute, natürlich eine Sonne, aber hier haben wir gar keine Sonne drin. Was machen wir denn jetzt bitte? Oh yeah, Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Wir machen hier einfach eine riesige Glowstone-Sonne rein. Let's go! Damit die Schildkröten auch ein bisschen Helligkeit hier drin haben. So, wir verbinden das einmal mit hier unten. Boom, boom, let's go, Freunde. Und hier auch noch auf dieser Seite. Boah, jetzt sieht das doch schon mal mega, mega cool aus. Vielen Dank fürs Essen, Lieferant. Hier kriegst du einfach mal 10 Euro. Einen Moment mal. Oh nein, ich habe ganz okay vergessen. Yeah, Leute, danke, danke, mein danke. Opa schläft doch. Ich meine, mein Vater natürlich. Ist ja recht lecker bestimmt. Hey, Okri, kann mal ein bisschen leise sein. Mein Papa schläft da doch noch. Warum schreist du denn draußen so rum? Oh, tut mir leid, Oxy, das hat er bestimmt nicht gehört. Ich war draußen. Warte mal, das danke ist auf jeden Fall noch mal, oder ne? Was? Naja, egal. Hey, Okri, du musst echt ein bisschen leise sein. Komm, mein Papa schläft da doch auf der Couch. Los, komm schon mit. Hey, sag mal, Okri, was hast du eigentlich bestellt? So leckeres, dass du so durchdrehst. Jetzt mal ganz ehrlich. Junge, schau, was ich bestellt habe. Kartoffeln. Warte mal, du hast Kartoffeln, Hühnchenfleisch und Brot. Wie cool ist das denn mit den Kartoffeln, Hühnchenfleisch und Brot? Was sollen wir denn damit bitte machen? Weil mal Kartoffeln roh können wir doch nicht essen, Junge. Oh ja, ganz genau. Hey, Freunde, wisst ihr, was wir aus Kartoffeln machen können? Schreibt es in die Kommentare.
Haare rein. Ich weiß es, Orksi. Man kann doch aus Kartoffeln zum Beispiel Pommes machen. Waschechte Pommes. Oh ja, hey, Leute. Stimmt. Hey, Freunde, kommentiert mal alle eine Eins in die Kommentare, wenn Uki dabei recht hat. Kann man aus Kartoffeln wirklich Pommes machen? Na los, schreibt schon in die Kommentare rein. Was kann man aus Fleisch und Brot machen, Orksi? Warte mal, aus Fleisch und Brot. Daraus kann man einen richtig leckeren Hamburger oder auch Fleischburger machen, Freunde. Schreibt alle eine Eins in die Kommentare, wenn ihr das auch richtig lecker findet. Na los. Yo, Burger und Pommes sind so lecker. Okay, Uki, ich würde sagen, wir müssen aber unbedingt unseren Gaming-Raum weiterbauen. Und zwar als nächstes habe ich mir überlegt, machen wir hier einfach ein richtig cooles Trampolin rein. Denn Trampoline mag doch jeder. Trampoline? Dann kann ich ja richtig hoch gegen die Decke hüpfen. Nein, Uki, doch nicht gegen die Decke, dann schüttest du doch deinen Kopf. Ey, aber warte mal, Uki. Du musst erstmal hier so hin. So, boom, 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 boom. Wir machen das einmal hier so, Freunde, dass es auch ein bisschen cleaner ist. Und jetzt schau dir das an, Uki. Bam, ey, wir haben einfach einen riesigen Trampolin erschaffen. Hey, aber was ist, wenn wir gegen die Decke hüpfen, so wie ich? Ah! Oh, oh, Mann, Uki, du hast recht. Wir müssen uns da irgendetwas ausdenken. Vielleicht, wenn wir die Decke ein bisschen höher bauen. Nee, das würde es auch nicht bringen. Uki, was könnten wir bitte machen? Vielleicht ein kleineres Trampolin, damit wir nicht so hoch hüpfen. Oh ja, das stimmt. Dann nehmen wir lieber ein kleineres, Leute. Manchmal ist klein auch besser, denn manchmal kommt es auch wirklich auf die Technik an. Ja, zum Beispiel, ich muss ja nicht so hoch hüpfen, um Salto zu machen. Ich kann ja auch jetzt Salto machen. Oh ja, hey, Uki, zeig mal, was du für ein Salto machen kannst. Dann los auf drei. Okay, eins, zwei, drei, let's go. Und ich bin echt gespannt. Drei, let's go. Okay, du machst gar kein Salto. Ich zeig dir, wie ein Salto geht. Eins, zwei, drei und wow, so funktioniert ein Salto. Hahaha, wie cool ist der bitte? Warte mal, machst du halt einfach Gridy? Ich mach den Gridy und ein Salto. Let's go, Uki. Okay, hey, Uki, wir dürfen nicht rumspaßen. Mein Gaming-Zimmer ist immer noch nicht ganz fertig. Oxy, ich hab die beste Idee aller Zeiten. Schau mal. warte und mal, Uki, boom, was Alter. Hast du mit dem Bo- Oh ja, das ist eine richtig gute Idee. Wir brauchen noch ein bisschen Deko hier drinnen. Let's go. Aber warte mal, Uki, wir brauchen auch noch etwas, damit man hier nicht einfach so reinkommt. Und zwar so etwas wie extrem coole Laser. Was? Laser ist eine richtig gute Idee, Oxy. Oh ja, das bin ich auch. Let's go, Leute. Ich würde sagen, dafür nehmen wir uns hier einmal diese extrem coolen Laserblöckchen, Leute. Und ich würde sagen, wir platzieren hier vorne einmal am Eingang hier einen hin und hier hinten. Wow, Uki, schau dir das mal. Hier sind jetzt einfach extrem coole Laserblöcke. Wow, Laserblöcke sind so gefährlich. Okay, müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht selber reinfallen. Ne? Oh ja, das ist auf jeden Fall. Warte mal. Überwachungskamera. Boom, okay, Alter. Das ist auch mega, mega gut, Leute. Denn wir brauchen natürlich auch für so einen richtig coolen Gaming-Raum hier einfach Überwachungskameras. Genau, Leute. Weil falls der Vater irgendwie hier in die Nähe kommt von Ox, dann müssen wir schnell das Gaming-Setup... Was machen wir denn eigentlich, wenn er das findet? Dann will er alles kaputt machen, aber dann werden wir alles durch die Überwachungskameras sehen. Deswegen, Leute, wir platzieren einmal hier vorne noch einen und schaut euch das mal an, Leute, wie cool das bitte sein wird. Wir können einfach hier durch einfach alles sehen. Schaut mal, Leute, da unten bin ich. Hallo, was geht ab, Freunde? Ey, geil. Ey, zeig mich auch. Hallo, was geht ab? Ich zeig dir auch einmal. Eins, zwei, drei, let's go. Okay, schau schon in die Kamera rein. Schau mal, dort bist du. Boah, unser Gaming-Setup sieht bis jetzt so cool aus. Oxy, sieht man mich etwa, oder was? Warte mal, man sieht dich. Hey, was machst du? Machst du etwa Take the L aus Fortnite? Was soll das denn bitte, Okri? Naja, egal, Freunde, wir sind noch nicht fertig mit unserem Gaming-Raum, denn ich weiß, jeder von uns wollte schon immer mal in seinem Gaming-Zimmer eine eigene Achterbahn haben. Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Achterbahn in einem Gaming-Zimmer? Wie soll das da reinpassen? Oh ja, Uki, ich zeig's dir einfach mal. Schon mal von hier vorne wird das Ganze einfach starten. Warte mal, wir machen das Ganze einmal. Wo können wir das Ganze machen? Oh, ich habe eine gute Idee. Einfach hier einmal so Speck durchschauen. Okay, von hier starten wir und dann geht's einfach hier entlang weiter. Wie cool wird das bitte werden? So, Leute, ich würde sagen, wir machen das dafür einmal so. Warte, ich nehme auf jeden Fall schon mal Redstone-Blöcke, die wir unten platzieren. Oh ja, ganz genau. Dann geht's hier einmal in diese Richtung hier, Freunde. Dann geht's hier einmal, boom, hier nach oben. Und danach, Freunde, kommt man einfach hier in die Richtung. Zack, zack, zack. Oh, okay, das wird so cool jetzt mal, ganz ehrlich, oder nicht? Ja, und wo geht's dann lang? Zum Gaming-Setup, oder was? Oh ja, ganz genau. Damit wir da auch einfach direkt hinkommen. Ich meine, wir Gamer sind ja auch faul, ne? Wir möchten einfach direkt zocken, oder nicht? Oh yeah, ganz drauf, Freunde. Ich zeige euch mal, wie das Ganze dann sein wird. Wir setzen uns hier einfach rein. 3, 2, 1, let's go, Freunde. Auf geht's zum Gaming-Setup. Boah, wir haben auf jeden Fall... Wenn man wieder zum Aufhören will, einfach hier lang. Wir haben auf jeden Fall das aller coolste Zimmer, Leute. Obwohl mein Papa das nicht wollte. Alter, bist du faul, Junge. Wir haben es möglich gemacht. Uki, ich bin nicht faul. Du bist faul. Du bist selber faul. Hamburger, Pommes. Ox, ich habe die Idee. Ich werde einfach zum Superheld in deinem Zimmer. Iron Man. Warte mal, Uki, das steht dir überhaupt nicht. Aber apropos Iron Man, das ist eine richtig gute Idee. Wir können das nämlich einfach hier benutzen, um das einfach hier aufzustellen. Wie cool wird das? Schau dir das mal an, damit wir einfach so ein richtig cooles Gaming-Zimmer haben. Ah, mit einem Iron-Man-Anzug? Oh ja, ganz genau. Kommt hier einfach so ein richtig cooler Iron-Man-Anzug. Oh, wie cool.
Boah, schau mal, wie cool der einfach aussieht. Du hast noch einen Superhelden am Start? Ich hab noch einen Superhelden. Wie wär's okay, mit? Ich hier vorne kommt dann der nächste hin. Erzähl schon, welcher kommt als nächstes hier hin? Und was ist dein Lieblings-Superheld? Mein Lieblings-Superheld ist natürlich Spider-Man. Ich liebe Spider-Man. Spider-Man habe ich leider nicht, Oxy, aber ich hab dafür Deadpool. Warte mal, Deadpool. Deadpool ist auch spitzenmäßig. Let's go, Leute. Hier kommt einmal Deadpool. Alter, wie cool ist bitte unser Gaming-Zimmer? Schon mal einfach in Lebensgröße haben wir einfach einen richtigen Deadpool und Iron Man hier drinne. Ich habe sogar Black Panther. Willst du den auch haben? Warte mal, Black Panther. Ich würde sagen, Ukri, Black Panther kommt noch. Wo könnten wir Black Panther? Ich habe eine richtig gute Idee. Wie wäre es, wenn wir Black Panther einfach hier hinten hin machen als kleines Easter Egg? Yo, das wäre voll das coole Easter Egg. Dann wird man nämlich einfach von Black Panther beobachtet und ab. Apropos Black Panther, Ukri, wir brauchen unbedingt eine Karrierebahn hier drinne, einfach, oder nicht? Eine Karrierebahn? Ey, woher willst du denn sowas kriegen? Oh Mann, Ukri, damit man einfach ein bisschen Auto fahren kann hier drin. Wie cool wird das bitte? Warte, Leute, ich habe eine richtig coole Idee. Und zwar, es gibt natürlich auch Autos im Spiel. Und zwar, Freunde, machen wir hier einfach einen richtig coolen Träger hin. Auf drei geht's los. 1, 2, 3 und boom, ey, schaut euch das mal an, Leute. Das ist unser Trecker. Wie cool ist der bitte? Damit können wir da einfach in die Mine reinfahren. Und Oxy, wir haben nicht nur einen Trecker, wir haben hier vorne auch ein Flugzeug. Mach mal ein Flugzeug. Oh ja, yeah. Aber das Flugzeug ist echt ein bisschen groß. Ich würde sagen, der Trecker reicht erstmal. Aber weißt du, was wir noch gebrauchen können, Ukri? Wir brauchen auf jeden Fall extrem coole Jetpacks, damit wir auch ein bisschen rumfliegen können. Oxy, warte, bevor wir Jetpacks holen. Guck mal, hier, wir brauchen auch hier ein bisschen Tank. Wir haben gar keinen Tank auf dem Dings. Ja, du hast recht. Macht aber ganz schnell Tank rein. Und ich zeige euch mal, wie Jetpacks funktionieren. Schaut euch das mal an, Leute. Wir können einfach mit den Jetpacks hier einmal auf E drücken und dann auf V. Und jetzt schaut euch das an, Leute. Wir können halt einfach rumfliegen. Let's go. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Das heißt, wir können jetzt einfach sogar im Überlebensmodus rumfliegen. Schau mal, wie cool das einfach ist, Ukri. Let's go. Uhuhu. Oh Mann, Freunde, wir haben den allercoolsten Gaming-Raum bis jetzt. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Oxy, schau mal, was ich hier habe. Das Lucky TNT Super. Warte mal, das Lucky Super TNT. Das könnten wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Hey, Freunde, kommt schon mit. Wir zeigen einmal, was das alles machen kann. Oxy, wenn wir die coolsten Setups haben wollen, müssen wir auch richtig viel TNT zünden davor. Weil jeder Gamer liebt TNT. Schau mal, da hast du auf jeden Fall recht, Ukri. Wir machen das dann mit einem Item-Frame einfach bei uns rein in unser Gaming-Zimmer. Aber als allererst wollen wir natürlich auch den Zuschauern zeigen, was das TNT so drauf hat. Ey, das ist jetzt ein random TNT, ne? Ein random krasses TNT. Mal schauen, was passieren wird. 1, 2, 3, let's go. Lucky TNT wurde gezählt. Lucky TNT. Du bist daraus geworden. Schaut euch das mal an. Das wird einfach in den Gaming-Raum kommen. Das ist Kürbis TNT. Das ist einfach Kürbis TNT. Oh nein, es verbreitet sich. Es breitet sich aus. Wie cool ist das? Es breitet sich aus. Das ist nicht cool, Leute. Alles, let's go. Es breitet sich aus. Ey, ich muss ehrlich sagen, Ukri, das ist echt ein richtig, richtig cooles TNT. Aber ist das die ganze Polizeistation alles zerstört. Naja, alles zerstört, Ox. Ist das einzige TNT, was in unser Gaming-Raum reinkommt? Nee, Ox, ich habe ja doch viel, viel cooleres als das. Das war das Kürbis-Melonen-TNT. Das Kürbis-Melonen-TNT kommt auf jeden Fall dazu. Aber welches haben wir denn noch dabei? Ey, Ox, wir haben hier vorne die Weltuntergangs-TNT. Wie das hier zum Beispiel. Weltuntergangs-TNT. Boah, schaut euch das mal an, Illuminati-TNT. Das werden wir auch am Ende des Videos zünden. Ey, Oxy, aber das werden wir ganz am Schluss zünden, weil das macht alles kaputt. Schau mal, was ich hier noch habe. Warte mal, was hast du hier noch? Das ist doch Feuerwerk-TNT. Komm mit, Oxy, lass uns das zünden. Let's go, let's go, let's go. Platziert schon. Schauen erstmal, was es machen kann. 3, 2, 1, let's go. Okay, was passiert da bitte? Wie cool ist das bitte? Alter, Junge, was sind das bitte für coole Gamer-TNTs? Let's go! Wie cool ist das bitte? Oh Mann, das wird auf jeden Fall auch in unser Gaming-Zimmer reinkommen, damit wir das allercoolste Gaming-Room der ganzen Welt haben. Feuerwerk! Wuhu! Und Leute, wir haben sogar das Regenbogen-TNT am Start. Oh ja, Freunde, und das werden wir auch ins Zimmer hängen. Aber zuerst schauen wir uns an, was es machen kann. Direkt hier neben dem Kino. 3, 2, 1. Das steht richtig in die Luft und Wie cool ist das denn bitte? Let's go. Alter, wir haben so coole TNTs dabei. Okay, Ukri, komm schnell zurück zu unserem Gaming-Zimmer. Schnell, ey, Lass mal schauen, was das hier kann. Noch ein TNT? Na gut, Leute, wir schauen uns noch ein weiteres TNT an. Warte mal, wir zünden das direkt. 3, 2, 1. Was ist das denn bitte? Ukri, das ist keine Ahnung, TNT. Wie cool ist das denn bitte? Alter, einfach so eine Sumpflandschaft. Na gut, lass uns schnell zurück zum Gaming-Room, Ukri. Und danach werden wir dort alles hinhängen. So, ich würde sagen, Freunde, wir hängen das hier einfach mal alles direkt auf. Also als allererstes dieses Regenbogen-TNT, dann das hier, dann dieses Illuminati-TNT. Das werden wir auch noch am Ende zu zünden. Und natürlich auch noch dieses hier. Boah, schau mal, wie cool einfach jetzt schon unser ganzer Gaming-Raum aussieht, Ukri. Er sieht mega aus. Ohne Spaß, Oxy. Ey, was
Was machen wir denn jetzt mega, noch? Mega gut irgendwas? Ausfahrt, weil hier fehlt auf jeden Fall noch etwas. Wir müssen einmal hier das Laser noch ein bisschen erweitern. Nee, das lassen wir erstmal so. Den Laser aber, weiter, okay, okay. Was wir noch auf jeden Fall brauchen, sind ein paar Stacheln, oder nicht? Oh yeah. Stacheln? Wofür das denn? Willst du den Popper aufstacheln? Was, okay, du spinnst doch sowas, würde ich niemals machen wollen. Aber einfach, damit es ein bisschen cooler aussieht. Schau mal, wir können hier oben einfach so Stacheln in verschiedenen Farben platzieren. Na, wie findest du das? Verstehe. Ey, die anderen Stacheln sind die coolsten, finde ich. Oh ja, ganz genau. Aber ich finde Smaragdstacheln am coolsten, aber die gibt's hier gar nicht. Gibt es leider gar nicht. Wir platzieren das mal alles weiter. Und Uri, weißt du, was ich mich manchmal frage? Warum nimmt eigentlich einfach Billy die Farbe grün in seinen Videos? Was soll das? Ich glaube, weil er mag ja auch ein bisschen Pupsfarbe und manchmal ist der Pups auch so ein bisschen grün, weißt du? Warte mal, Uri, das stimmt gar nicht. Grün ist die beste Farbe, Junge. Pups ist manchmal Diamantenfarbe. Ganz ehrlich, Uri, Alter. Schaut euch mal unseren Gaming-Raum an. Wie cool der einfach aussieht. Warte mal, Uri, hörst du da etwa oben auch meinen Papa? Oh nein. Ich höre da was. So, Mann, ich hab geschlafen. Jetzt komm, die Hausaufgaben machen zusammen mit mir. Oh nein, ey, Uri, ich muss ganz schnell nach oben. Ja, komm, ich stelle hier einmal in den Survival-Modus rein, Leute. Und ich fliege hier einmal ganz schnell nach oben mit meinem Jetpack. Let's go, schnell nach oben. Und oh nein, mein Papa ist aufgewacht. Schnell hier einmal die Luke zu machen. Oh, Sohnemann, wie geht's dir denn? Hey, Papa, alles gut. Ich bin noch am Schlafen. Ich habe hier gerade nichts gemacht, wirklich. Einen Moment mal. Oh, ich sehe mein Sohnemann. Von wo bist du gerade da runtergekommen? Von wo ich da gerade rausgekommen bin? Ach, von nirgendwo. Oh nein, Leute, der Himmel ist dann auch. Schnell wegmachen. Und boom. Hey, Papa, von nirgendwo, was redest du bitte? Was war das, Sohnemann? Das war wirklich gar nichts. Hier ist nichts, Papa. Du kannst gerne nachprüfen. Hier ist nichts. Oh Mann, Leute, er wird niemals meinen geheimen Gaming-Raum finden. Niemals. Sohnemann. Ich glaube, du hast mir was zu verbergen, oder? Warte mal, nein, okay. Keine Geheimnisse vor deinem Papa. Ich habe den Abwasch nicht erledigt. Darum geht es, Leute, einfach ein bisschen Zeit schenken. Oh, Mann. Oh, ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Keine Sorge. Da hast du doch viel Zeit. Ja, ich nehme dir das nicht übel. Okay, vielen Dank, Papa. Aber du denkst... warte mal. Guck mal, irgendwas ist hier anders als davor. Nein, wirklich, hier ist nichts anders, Papa. Ganz ehrlich, hier ist wirklich nichts anders. Sicher, dass hier nichts anders ist? Ja, hier ist nichts anders. Oh, Mann, Leute, ich habe echt... Auch schon hier? Ja, natürlich werden die Schildkröten hier. Wir lieben doch Schildkröten, das weißt du doch. Oh, stimmt. Wir sind die Schildkrötenfamilie. Oh ja. Okay. Oh Mann, Freunde. Da habe ich mich wohl nur geirrt, ne? Freunde. Hey, Papa, können vielleicht heute meine ganzen Freunde zum Spielen kommen? Die warten alle draußen auf mich. Hey, Uzi, hey, Freunde, kommt schon alle rein in mein Haus. Oh Mann, Leute, ich bin so froh, dass ihr alle da seid. Hey, Leute, wisst ihr was? Ich habe einen geheimen Gaming-Raum gebaut. Uri wartet auch und kommt schon mit rein, Leute. Schaut mal, der ist hier vorne. Los, kommt rein. Let's go, Freunde. Meine ganzen Freunde kommen rein. Oh, Freunde, schaut euch das mal an. Wartet mal, Leute, kommt ihr? Wow, Freunde, und falls ihr mein Gaming-Setup genauso cool findet, wie ich und meine ganzen Freunde hier, dann lasst jetzt unbedingt ein Like und Abo da und Freunde, hier rechts links wird jetzt noch weitere extrem coole Minecraft-Videos. Unter anderem habe ich auch schon mal einen Gaming-Raum gebaut, wo ich mich einfach unter Leas Zimmer versteckt habe und unter ihrem Bett, Leute. Hast du sie jetzt mal ausspioniert oder was? Oh ja, das habe ich. Hier auf der rechten Seite findet ihr direkt das Video, Freunde. Drückt euch gerne rein. Na los auf 3. 1, 2, 3. Drückt euch auf die Video. Reindrücken. Tschüss. Abonniert, Freunde. Vielen Dank fürs Abschauen. Tschüss. Ihr seid die Besten und schaut bei Uri vorbei. Ganz genau. Ciao, Leute. Abonniert.